Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt aus dem Hause Flattermann 85. Und ja, bei diesem Spiel, wisst ihr vielleicht schon, bin ich nicht allein unterwegs. Ich habe wieder einen Gast dabei, nämlich die Steffi. Hallöle. Ja, hallo. Wieder, ich freue mich total. Ja, ich freue mich auch total. Wieder ein Drei-Fragezeichen-Spiel, das zweite jetzt auf diesem Kanal. Das erste, das war ja das Geheimnis des Riesenkraken, glaube ich, ne? Genau. Ja, das habe ich jetzt zusammen mit dem Super Flash Crash, mit dem Rick gespielt und wir erinnern uns an tolle Szenen, wie zum Beispiel die legendäre Besen-App. Die Besen-App war so geil, ich habe mich weggeschmissen. Die war aber. Oder auch die tolle Heißluftballonfahrt, also da gab es schon einige tolle Szenen. Ja, da musste ich gerade dran denken, kannst du bitte den Schrei von Justus nochmal nachmachen? Oh Gott, das kriege ich, glaube ich, Moment, ich überlege gerade. Ja, so ungefähr, so ungefähr. Und ich habe nicht mal übersteuert bei Outer City, ich bin begeistert von mir. Ja, ich glaube, wir werden mit diesem Spiel ganz gut zurechtkommen. Wir wissen jetzt ja ungefähr, worum es geht. Und wir sind jetzt beide sehr geschult in Rätselspielen, weil wir haben beide zusammen schon sehr viel Sherlock Holmes auf deinem Kanal gespielt. Und wir haben auch schon mehrere Wimmelspiele zusammen gespielt. Das heißt, eigentlich alles, was in diesem Spiel drankommt. Und wir haben die alten drei Fragezeichen-Spiele, die schlechten quasi, auch schon alle durchgespielt. Stimmt, richtig. Das heißt, wir sind auf alles gefasst, was an komischer Logik auf uns zukommen könnte. Das ist wahr. Also die alten, die schlechten, die werden wir vielleicht auch immer mal präsentieren, mal gucken. Ja, und für alle Neueinsteiger, die jetzt den ersten Teil nicht gesehen haben, also ihr könnt diesen Fall auch losgelöst vom ersten gucken, denke ich mal. Das hat jetzt, glaube ich, storytechnisch keinen Zusammenhang, außer dass wir die gleichen Hauptcharaktere spielen. Für die werden wir jetzt gleich nochmal erzählen, wer denn die drei Fragezeichen sind. Und dazu befragen wir erstmal unseren lieben Freund Justus Jonas. Dürfen wir dir unsere Karte überreichen? Ja, sehr gerne. Und wenn du magst, Schatz, dann darfst du mal vorlesen, was der Justus Jonas ist oder wer der Justus Jonas ist. Soll ich die Karte auch nochmal vorlesen? Du darfst, wenn du willst, darfst du auch gerne obligatorisch die Karte vorlesen. Das wollte ich schon immer mal machen. Ja, bitte. Die drei Detektive, drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv, Justus Jonas. Mhm. Zweiter Detektiv, Peter Shaw. Ja. Recherchen und Archiv, Bob Andrews. Das bin ich. Seit ich hab, wann? Nein, ich habe alle drei gerade gekonnt imitiert, weil einer sagt immer was. So. Recherchen und Archiv. Ja, Recherchen ist immer schön. Ja, dann haben wir als ersten Detektiv Justus Jonas, Funktion erster Detektiv. Die Fragezeichenfarbe ist weiß. Besondere Merkmale, das Superhirn der drei Fragezeichen. Meister der Analyse und Wortakrobatik, neigt zu Übergewicht, ist dennoch ein erstaunlich schneller Schwimmer. Seit wann? Zu Hause, auf dem Shortplatz, im Gebrauchtwarencenter von Tante Mathilda und Onkel Titus. Ist Fan von Tante Mathildas Kirschkuchen und Denksport jeder Art. Ich find's immer wieder genial, wie da steht, neigt zu Übergewicht. Ja. Das hört sich toll an. Ja, als wäre ein Hobby von ihm oder so. Ja. Ich neige auch zu Übergewicht. Geil. Ja. Das hört sich super an. Ja, gut, dann haben wir als zweites das rote Fragezeichen hier. Das ist Bob Andrews. Wie wir schon gehört haben gerade, Funktion Recherchen und Archiv. Dann Fragezeichenfarbe rot, genau. Und besondere Merkmale. Er ist ein Musikexperte. Er liest viel in Büchern, in Zeitungen, im Internet etc. Geht gern auf Partys, ist Spezialist für das Beschaffen von Informationen, ein wenig eitel, ist zwar Brillenträger, bevorzugt aber Kontaktlinsen, aber auch erst seit Folge 40 oder so, glaube ich. Mhm. Und ist Fan von gut gefüllten Bücherregalen, Leinwänden mit Farbe oder Filmen darauf. Ach so, okay, jetzt verstehe ich. Und Musik. Ja. Ja, genau, ja. Ach ja. Er ist ja unser Lieblingsfragezeichen. Schon, eigentlich. Ja. Ja. Das ist echt, also ich muss sagen, das war bei mir so ein Wandel, sag ich mal. Als Kind und als Jugendlicher, da hang ich sehr an Peter. Ja, das ging mir auch so. Aber irgendwann kam dann so ein bisschen der Wechsel, gerade so die neueren Folgen, was heißt neuere Folgen, mittlerweile sind die auch uralt, aber so ab Folge 70, 80, die sind ja mittlerweile schon uralt, aber da kam irgendwann der Umschwung, wo ich gesagt habe, oh, Bob ist eigentlich voll geil. Also aus weiblicher Sicht kann ich sagen, Bob wurde richtig geil nach dem Stimmbruch, als er seine sexy Stimme bekommen hat. Das stimmt, ja, weil Peter ist ja ewig Kind geblieben. So. Richtig, und Bob hat halt auch sich als Charakter sehr weiterentwickelt nach den ersten Folgen. Das stimmt. Und hat auch eine ganz interessante Hintergrundstory und deshalb, ich bin bekennender Bob-Fan. Ja, dann darfst du auch nochmal den letzten, den Peter, lesen.
Richtig. Peter Shaw, Funktion zweiter Detektiv, Fragezeichenfarbe blau. Besondere Merkmale für körperliche Herausforderungen immer zu haben, dafür kein Ass in der Schule, großer Tierfreund, Spezialist für Schlösser aller Art und wie man ihnen beikommt, neigt zu Vorsicht und Aberglauben. Also auch ein Hobby von ihm. Ja. Ist Fan von schnellen Autos, insbesondere seinem MG, der südkalifornischen Sonne und so ziemlich jeder Sportart. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, aber dieser steht insbesondere seinen MG, könnte man auch um sein Maschinengewehr denken. Aber es ist ja in dem Fall kein Auto. Darf ich ganz kurz was klug scheißen, was ihr, glaube ich, im letzten Display auch schon kurz erwähnt hattet? Ja, gerne. Die Fragezeichenfarben. Ja, gerne. Erklär auf. In der amerikanischen Variante, weil viele sind irritiert, viele denken, Bob wäre das blaue Fragezeichen und Peter das rote. Mhm. Also, eigentlich ist Bob tatsächlich das rote Fragezeichen und Peter das blaue, aber in der amerikanischen Variante ist das blaue nicht blau, sondern grün. Mhm. Und diese drei Fragezeichen Live-Auftritte, da wussten das die drei Fragezeichen selbst nicht, also die Sprecher. Mhm. Und die haben tatsächlich Peter das rote und Bob das blaue Fragezeichen gegeben. Was ich eigentlich auch logischer finde, weil der dritte ist halt blau und Bob ist halt der letzte, also auf der Karte. Ja, auf der Karte, ja eben. Ne? Also wenn es auf der Karte schon so draufsteht, egal. Gut. Uns soll es nicht kümmern, wir wissen ja, wer welches Fragezeichen genau ist. So, ich habe zwar nichts davon, aber ich mache noch mal ein bisschen Werbung. Hier könnt ihr noch mal gucken, da könnt ihr andere Spiele und CDs und Bücher kaufen. Kleiner Blick sollte reichen. Hier habt ihr weitere Internetseiten. Aber jetzt wollen wir uns natürlich dem Hauptspiel widmen. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Und ich hoffe, du freust dich auch. Total. Sehr gut. Dann lassen wir uns jetzt mal sicherlich von Thomas Fritsch mal die Einleitung näher bringen, beziehungsweise erklären, worum es in diesem Spiel denn wohl geht. Ja. Fangen wir an. Gut gelaunt kehren Justus, Peter und Bob von ihrem Zeltausflug in den Santa Monica Mountain zurück. Doch kaum haben sie den Schrottplatz erreicht, erschrecken sie fürchterlich. Jemand scheint gestorben zu sein. Erst später in ihrer Detektivzentrale finden sie die nötige Ruhe, um die Ereignisse des Wochenendes Revue passieren zu lassen. Vielen Dank fürs Aufbauen, Jungs. Hier habt ihr Kirschkuchen als Proviant. Aber Justus, nicht alles auf einmal verdrücken, hörst du? Ja, wir werden die Versteigerung schon schaukeln. Also, macht, dass ihr fortkommt. Ach Mensch, Just, wenn wir geahnt hätten. Wir waren nicht mal zu erreichen. Das war nicht meine beste Idee, auf einem handyfreien Wochenende zu bestehen. Halb Rocky Beach hatte schon kondoliert, bevor wir überhaupt Bescheid wussten. Also mich tröstet das nicht, all das Gerede vom schönen Jenseits. Gespenstische Vorstellung, dass uns jemand von dort aus beobachten könnte. Nicht nur Peter bekommt eine Gänsehaut. Immerhin ist jemand auf dem Schrottplatz gestorben. Und sollte es sie tatsächlich geben? Eine Geisterwelt? Okay, ich glaube, ich darf reden. Oder ich darf auch vielleicht noch nicht reden. Warte mal kurz. Waisenkinder heißt das erste Kapitel. Ich klicke mal drauf. Ach, da. Jedenfalls bin ich froh, dass Tante Mathilda und Onkel Titus wohlauf sind. Sie waren genauso erschrocken wie wir. Dieser alte Mann, der bei der Versteigerung entschlafen ist, Nolan Gallagher, ein Millionär. In der Zeitung steht ein Nachruf. Wo ist sie denn hin? Kollegen, wir kommen nicht umhin, als erstes die Zentrale auf Vordermann zu bringen. Dann können wir der Frage nachgehen, warum ein Millionär Trödel ersteigern sollte. Wie steht's eigentlich um das Sicherheitssystem, das du installieren wolltest, Just? Ich gehe mit gutem Beispiel voran und lege ganz ordentlich eine Akte an. Bei Millionären ist unserer Statistik zufolge mit einem neuen Fall zu rechnen. Okay. Ich will mal kurz zusammenfassen, wenn ich darf, ja? Natürlich. Also, habe ich das richtig verstanden? Wir waren im Urlaub, wir drei, und sind jetzt zurückgekommen. Und Onkel Titus und Tante Mathilda hatten irgendwie eine Auktion auf dem Schrottplatz veranstaltet. Und während dieser Auktion ist ein älterer Herr anscheinend verstorben. Ja, mit einem sehr doppeldeutigen Namen. Ja, ich habe mich auch schon gewundert. Ich weiß nicht, ob wir das Gleiche denken, weil der hieß jetzt ja Nolan, war der Vorname? Gallagher, ne? Ja, genau. Und Gallagher gibt's in einem Live-Auftritt. Es gibt nämlich die Folge Master of Chess. Da gibt es einen Grafen, der heißt Seamus Gallagher. Und ich habe bisher
noch nie sonst in der ganzen Drei-Fragezeichen-Geschichte von einem Gallagher sonst gehört. Das ist richtig. Und einen Mr. Nolan gab es auch schon mal, nämlich in der Folge Das Haus des Schreckens. Ja, wobei jetzt hier Nolan, glaube ich, wirklich der Vorname war. Aber, ja, aber es könnten zwei kleine Anspielungen eventuell sein. Kann sein, ja. Der einzige, das, also den Namen Gallagher kenne ich sonst nur von den Oasis-Brüdern. Okay. Und Liam und Noel Gallagher. Ja. Und ja, und natürlich Graf Gallagher eben aus dem Hörspiel. Vielleicht hat es was damit zu tun. Wäre cool, wenn sie die Geschichte vielleicht nochmal wieder ein bisschen aufwärmen. Bin gespannt. Ja, wir sollen aufräumen, hat Justus gesagt. Ich weiß nicht, können wir in unserer Datei hier noch was lesen? Rätsel aus der Geisterwelt, blablabla. Gallagher hatte, das ist gut, das ist nochmal die Zusammenfassung. Justus möchte die Zentrale mit einer Alarmanlage sichern. Die Teile dafür liegen in einem Karton. Markierungen zeigen, wo wir sie installieren sollen. So, hier ist ein Karton. Da darf ich aber jetzt nicht draufklicken. Mir kam übrigens die Stimme von Peter ein bisschen komisch vor, aber habe ich mich wahrscheinlich getäuscht. Oh, es war schon seine normale Stimme auf jeden Fall. Ja, okay, klang vielleicht auch ein bisschen verzerrt. Ich muss sagen, Thomas Fritsch klang etwas gesünder als im ersten Spiel, fand ich jetzt, bis jetzt jedenfalls. Ja, aber trotzdem traurig einfach. Ja, also, ja. Er ist doch in der Stimme jetzt die letzten Jahre merklich gealtert. Ja klar, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Nein, leider. Jemand hat auf den AB gesprochen. Hören wir rein? Ja, warum nicht? Muss ich auf das grüne Licht klicken? Hier ist Jelena. Seid ihr undercover, dass man euch nicht übers Handy erreicht? Meldet euch. Obwohl Jelena im Rollstuhl sitzt, hat sie den Bogen raus, wie man einem in den Hintern tritt. Seit dem Fall mit dem Teufelsgeiger hat sie vor allem Justus Paroli geboten. Rufen wir gleich zurück? Ja, bring das hin. Mein Sicherheitssystem hat eine höhere Priorität. Da Jelena bereits am vergangenen Samstag auf den AB gesprochen hat, dürfte es sich um eine Lappalie handeln. Ich denke trotzdem, wir sollten es hinter uns bringen, oder? Der Teufelsgeiger ist übrigens meine Lieblingsfolge. Ja, ist cool. Guck, wird direkt hier erwähnt. Das ist doch genau dein Let's Play, Schatz. Ja, ich freue mich schon total auf Jelena. Seht ihr den Karton? Da befinden sich die Lichtmodule für unser Sicherheitssystem. Ich wollte telefonieren und er nimmt das Telefon zur Seite. Nein, ich werde Jelena nicht anrufen. Danke, Justus. Sehr gut, Justus. Ach, dieses schöne Geräusch. Ich habe bereits markiert, wo die Elemente hinkommen. Die Elemente, ja. Er hat's markiert. Also das ist die Sicherheitsanlage. Mit was hat er das denn markiert? Moment. Das, meint er das hier? Das da? Was sind denn seine Markierungen? Ich denke mal eher, eine Alarmanlage wird vielleicht an der Tür oder so befestigt. Kollegen, oder die Zentrale und der Zeitungsartikel haben Vorrang. Ich wollte ja gar nicht raus. Also irgendwo in der Zentrale da, auf jeden Fall. Das ich glaube, muss ja nicht am Computer sein. Ein X markiert die Stelle, oder? Ach ja, das X markiert den Punkt. Aber das ist es anscheinend doch nicht. Wir wollten ja sowieso aufräumen. Jetzt machen wir doch erstmal den Rest. Vielleicht. Ja, ich versuche ja aufzuräumen. Ich weiß ja noch nicht, was ich aufräumen soll. Räum doch erstmal das Ei weg. Das ist eine Kartoffel. Das ist ein, ja, was auch ein immer. Ein Ei kann man nicht reinbeißen und so liegen lassen und das ist auch nicht braun. Dann räumen die Papierbollern weg, die da überall rum. Klasse. Wenn ich noch an unsere kleine stampfende Druckmaschine denke. Ach, Visitenkarten. Ich finde, heute machen unsere Visitenkarten viel mehr her. Ja, ich habe jetzt Visitenkarten mitgenommen. Hier liegt ein Handy drauf, ne? Mein Handy. Es wird Teil unseres neuen Sicherheitssystems. Gut zu wissen. Okay, dann gucken wir, was wir noch gebrauchen können. Ach ja, Blackie, bist du Sicherheitssystemteil? Wenigstens habe ich Blackie schon versorgt. Frische Streu, Wasser, Futter. Das ist ja wohl das Mindeste, nachdem wir ihn so lange allein gelassen haben. Frische Streu? Ich glaube, Peter hat Blackie mit einem Kaninchen verwechselt. Ich dachte aber, es heißt frisches Streu, aber gut. Ja, abgesehen davon tut man in den Vogelkäfig Sand rein, aber egal. Falls ihr das gerade donnern hört, es grummelt bei mir gerade ziemlich heftig, aber also das ist nicht im Spiel. Einen Moment lang habe ich gedacht, die Tür schließt wieder nicht richtig. Ich wollte sie auch aufmachen. Warum? Willst du ihn rauslassen? Na, hätte sein können, dass Blackie auch zum neuen Sicherheitssystem gehört. Und vielleicht bringt er ja nochmal einen neuen Spruch. Ja. Aber hier, die Xe. Kannst du... Das sind die vier Stücke, wo nachher die Teile ranbauen sollen, bestimmt. Kannst du die Teile da drauf verwenden? Unsere Freiluftwerkstatt ist praktisch. Aber auch ein Sicherheitsrisiko. Ja. Kannst du das irgendwie da draufziehen oder so?
Du hast recht. Sehr gut. Also ich brauch's nur zweimal anklicken. Das ist der Empfänger. Hier werden sich alle ausgesandten Lichtstrahlen treffen. Aha. Da. Das Geräusch ist der Hammer. So, wie drehe ich mich jetzt nochmal um so? Und dann da noch eine hin? Das System lässt sich über mein Handy steuern. Testphase 1. Ich richte es aus nächster Nähe auf den Empfänger. Gut. Der Empfänger war aber nicht hier. Hat er schon gesagt, dass das da oben ist der Empfänger, ne? Oder nee, das hier war der Empfänger. Das heißt... So. Bloß keine falsche Bewegung, Kollegen. Ausgezeichnet. Ich wollte gerade sagen. Kommen wir zu Testphase 2. Ich schalte die Anlage draußen ein und ihr unterbrecht einen Lichtstrahl. Bis gleich, Kollegen. Mhm. Ja, ich muss hier klicken. Welchen Lichtstrahl soll ich unterbrechen? Ist ja eigentlich egal, ne? Ja. Wir müssen wahrscheinlich sowieso alle testen. Um Himmels Willen, Justus, schalt den Alarm ab! Gehört habe ich den Lärm draußen kaum, aber das Handy hat seinerseits reagiert und... Was guckt ihr so? Glückwunsch. Aber bei dem Lärm ist Blacky nicht der Einzige, der federn lässt. Ich werde ihn erst einmal beruhigen. Okay, muss ich das jetzt machen? Peter, ja, ist doch schon ruhig. Denk an die Luke. Denk an die Luke? Hier unten? In der Freiluftwerkstatt wird gearbeitet. Hä? Denk an die Luke? Vielleicht die von Blacky, dass du sie nochmal überprüfst oder so? Ich weiß es nicht. Okay. Peter, denk an die Luke. Peter, denk an die Luke. Das hört sich schön an. Ist Peter, denk an die Luke. Oder die da oben. Ah, die sollte zu anscheinend. Ah, okay. Und nun? Ach, deswegen, na? Damit er nicht rausfliegt. Kommst du auf meine Hand, ja, wenn ich dich kraule? Oh ja. So, jetzt ab auf deine Stange. Ich hab den mitgenommen. Du hast Blacky in der Tasche. Ja! Netter Versuch, Blacky. Mag uns Justus auch noch so erschrecken. Wir bleiben bei Wasser. Geil. Er hat's gesagt, den alten Spruch. Ja. Ja, können wir noch was mit ihm machen? Ja, nee. Ich finde den toll. Blacky ist super. Ja, gut, jetzt haben wir das Sicherheitssystem eingerichtet. Sind wir jetzt schon fertig mit Aufräumen? Ich weiß das nicht. Vielleicht kann ich jetzt telefonieren? Nein, ich werde Jelena nicht anrufen. Gut. Jetzt hör doch mal auf, kein Mensch will Jelena haben. Okay, dann versuche ich jetzt rauszugehen. Kollegen, die Zentrale und der Zeitungsartikel haben Vorrang. Ah, Zeitungsartikel, okay. Zeitungsartikel. Ja. Auf dem Rechner? Nein. Wo haben wir denn, hast du hier wohl einen Zeitungsartikel gesehen? Nee, aber vielleicht da im Regal vielleicht. Kannst du da nochmal zurückgehen? Wo denn? Da? Genau da, ja. Na, dann geht er gerade wieder zurück. Ach so. Und nach hinten kann ich anscheinend gerade nicht. Macht mal einer Licht an? Ach so, Dunkelkammer. Aha, wir dürfen diesmal in der Dunkelkammer sogar Licht machen. Ja, nur wenn da drin entwickelt wird, darf man das nicht. Richtig. Ja, aber bringt jetzt gerade nicht wirklich was. Gut. Ja. Und da oben der Schrank, der halb offen steht? Mal sehen, was sich draußen tut. Jetzt habe ich das Fernglas anscheinend noch draußen zu gucken. Also oben auf dem Dach. Ja, das Periskop. Richtig. Tante Mathilda möchte nicht pietätlos erscheinen. Warum lässt sie alles noch so, wie es ist? Aha. Ist hier noch was? Hm. Nö. Ja, gut. Ja, ich habe anscheinend hier drauf geklickt und habe so akzeptiert, als wäre das. Ja, okay, dann ist da wohl nichts zu holen. Aber was hat das Ganze jetzt gebracht, dass wir Blacky da rausgeholt? Das ist da im Käfig. Ich hoffe, Blacky hat vor Aufregung keine Hinterlassenschaft hinterlassen. Im Käfig? Natürlich im Kollegen, Käfig, wo soll er denn sonst hinwachen? Ich gestehe, unter der Streu kommt mein schlechtes Gewissen zum Vorschein. Hat er damit den Käfig ausgelegt? Ja, Peter. Echt, Peter, du hast ein Gedächtnis wie ein Sieb.
Am besten, wir breiten die Zeitung auf dem Schreibtisch aus. Ja, klasse, echt. Auf dem Schreibtisch, da ist doch kein Platz. Was steht denn nun drin über Nolan Gallagher? Ja, lies doch. Was steht hier, was wir noch nicht über Gallagher wissen? Muss ich das jetzt nach anklicken? Also ich kann es nicht lesen. Hier steht, dass Nolan Gallaghers Unternehmen seinen Sitz in New York hat. Er flog oft in Silicon Valley, um eine neue Idee zu realisieren. Eine Art virtuellen Reiseführer durch jedermanns Lebensgeschichte. Mhm. Ich gehe mal nach und nach die Bilder durch, ne? Ja, gerne. Ich entnehme dem Artikel, dass der Millionär an Altersschwäche gestorben ist. Er war nach Rocky Beach zurückgekehrt, um für seine Autobiografie zu recherchieren. Er musste für seine eigene Autobiografie recherchieren, weil er nicht mehr wusste. Er wusste nicht mehr, was er alles so gemacht hat. Geil. Ja, Schatz, weißt du noch jedes Detail aus deinem Lebenslauf auswendig? Ich weiß von den letzten 3 Jahren vielleicht noch was. Alles davor ist weg. Das ist bei mir immer so. Na, immerhin. Ich habe ja nur in den letzten 3 Jahren stattgefunden. Siehst du, da weiß ich von dir noch alles. Das ist schön. Da steht, viele kennen Nolan Gallagher als Verfasser von Schauergeschichten, die er auf einer alten Ranch unter Pseudonymen schrieb. Beispiel Don Cartwrights Geiergeflüster. Die Cartwrights auf einer Ranch. Mhm. Ja. Hier sind haufenweise Jobs vom Tellerwäscher bis zum Millionär aufgelistet. Darunter auch das Fördern von Erdöl vor der kalifornischen Küste. Aufgewachsen ist Gallagher in einem Heim. Darum hat er sich später für Waisenkinder eingesetzt. Ich vermute mal fast, dass er nichts mit dem anderen Gallagher zu tun hat. Das hätte sie doch bestimmt schon mal erwähnt, irgendwie am Rande. Ja, also wenn sie jetzt nicht gleich noch raushauen, dass er irgendwo ein altes Schloss besitzt oder so und einen Grafentitel geerbt hat, dann... Genau. Da Gallagher nie verheiratet war, keine Kinder hatte und es keine Verwandten gibt, ranken sich um seinen letzten Willen Gerüchte. Geht alles an eine karitative Einrichtung, an einen treuen Mitarbeiter oder erbt ein Ahnungsloser alles? Alles schön und gut, aber warum sollte sich Gallagher für den Schrottplatz interessiert haben? Justus, Besuch für euch. Wer ist da bei Tante Mathilda? Etwa Jelena? Das werden wir vielleicht gleich rausfinden. Voll angewidert. Ja, da. Oh, hoffentlich taucht die nicht noch auf. Bestimmt. Ich glaube nicht, dass sie die für die 3 Sätze da hier ins Spiel geholt haben. Also, wir gehen mal raus. Ich will bei unserem Besuch nicht unvorbereitet sein. Wollen wir noch recherchieren am PC, oder was? Wer uns besucht, oder was? Ich finde ja, ich bin nicht aufgeräumt. Wieso, was denn? Ja, weil du schon sagst, genau, nachgucken, mal wer uns sehen, besucht. Was sich draußen tut. Gute Idee. Das war jetzt eigentlich ein Scherz. Ah, nee, ist es nicht, Jelena. Es sei denn, sie ist jetzt ein Mann geworden und trägt Krawatte. Wer ist bei der Mann neben Mrs. Jonas? Ein Kunde? Ist er wegen uns hier? Ja, gut, das wissen wir das. Dürfen wir jetzt raus? Hast du eigentlich eine Vorstellung, wie Jelena aussieht? Nö. Man hat ja eigentlich von niemandem so wirklich eine Vorstellung. Ach, Blackie. Ja. Hat man von ihr mal irgendwie was gehört, wie sie aussehen soll oder so? Außer, dass sie im Rollstuhl sitzt, wüsste ich jetzt nicht. Weil ich habe sie mir immer mit so blonden Schultern und glatten Haaren jetzt vorgestellt. Jetzt ab auf deine Stange. Okay. Warum auch immer. Tut mir leid, Blackie, aber wir wollen ja nicht, dass du uns wegfliegst. Genau. Zu ist der Kasten. So, jetzt dürfen wir vielleicht raus. Wartet, Kollegen. Ich will noch die Alarmanlage einschalten. Ja, dann... Ach so, muss ich auf dem Handy jetzt wahrscheinlich drücken. Wie denn noch... Hä? Wie hast du die denn vorhin eingeschaltet? Gar nicht. Erst... Ach so, so meinst du? Ja, du bist reingegangen. Du hast drinnen, glaube ich, das Handy mit dem Empfänger irgendwie verbunden oder so. Ach so, meinst du? Okay, dann gehe ich wieder rein. Dann muss ich jetzt... Das will er aber nicht. Aber so hast du sie ja vorhin scharf gemacht. Eigentlich ja. Wartet, Kollegen. Ich will noch die Alarmanlage einschalten. Oder muss ich einfach Handy jetzt mit Tür? Ah. Okay. Alle ist sie. Gut. Ich hoffe, Blackie gewöhnt sich bald an das Sicherheitssystem. Ja, wird er schon. Er kann ja eh es nicht auslösen, von daher so. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Tante Mathilda, ne? Ja, und zu dem Fremden.
Oder wir quatschen kurz vorher noch mit Onkel Titus. Hallo Justus. Sieh mal, was ich für dich habe. Ein Tresor? Och, genau so ein Modell wollte ich schon immer haben. Solange wir nicht wieder über 100 Bälle sammeln müssen. Das war klasse. Das war ganz toll. Stopp, stopp. Ihr müsst mir erst einen Gefallen tun. Ein Kunde wünscht stabile Kisten, die sogar einen Elefanten tragen würden. Wie viele? Ach je. Entschuldige, Onkel Titus. Wir haben gar nicht an deinen schlimmen Rücken gedacht. Wir halten nach geeigneten Kisten Ausschau. Wie viele denn? Das ist doch eine Kiste. 10. Okay, das geht ja okay. Noch. Let's Wimmel. So. Dann gucken wir mal. Ach ja, das ist alles voll. Ja. So, die hier auch? Ne, die aber noch nicht. Da, und die? Unten vor dem lila Stuhl gerade war noch eine. Ja, sofort. Die haben ja alle so einen schönen Aufkleber, dass man genau weiß, welche man nehmen soll. Die meinst du? Ja, genau. Nee, nee, die will er nicht. Das muss anscheinend eine sein, die echt so einen Aufkleber hat. Ja. Ja, vermute ich mal. Bisher waren die. Ja, es hätte ja sein können, da sieht man ja nicht wirklich, ob die einen Aufkleber hat. Mhm. Also. Ich gehe mal ein Bild weit. Obwohl, da hinten ist jemand in der Werkstatt. Jetzt verstehe ich, warum Mrs. Jonas Vorbehalte hat. Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Puh. Oh, ganz schön anstrengend. Aber wenn Mr. Jonas neue Regalbretter wünscht, dann kriegt er sie auch. Ich hoffe nur, Mrs. Jonas hat etwas Nachsehen. Aha. Das ist die Aushilfe. Eigentlich wollte ich Schauspielerin werden. Ganz großes Kino. Aber bis dahin muss ich sehen, wie ich meine Miete finanziere. Die ist mir jetzt schon nicht ganz geheuer. Ich habe jetzt verstanden, wie ich meine Miete finanziere. Kann natürlich auch sein. Wenn ihr weiter nichts von mir wollt, dann, tja, arbeite ich weiter. Gerne. Die hat spitze Brüste, das mag ich nicht. Aber du hast doch auch Lara Croft gemocht. Das ist was anderes. Die waren pixelbrei, da ging das nicht anders. Ja, na gut, pixelbrei vielleicht nicht ganz hier, aber ja. So, ich gehe mal um die Ecke. Ach, ich muss aufs Büro. Ich weiß nicht, was Mr. Gallagher bezweckt hat. Fragen Sie meinen Neffen. Er und seine Freunde haben ein Händchen für Rätsel. Weißt du, wie der aussieht? Wie, keine Ahnung, wie Dr. Wu? Nee, Fox Mulder. Ja, stimmt. Weißt du was, ich ahne schon, dass wir nachher noch Stühle sammeln müssen. Oh nein, bitte nicht. Dann aber, sind sie wenigstens weg. Ich sehe was. Und da. Okay. Eine Kiste fehlt noch, die kriegen wir die auch noch irgendwo. Ich habe beide nicht gesehen, die zwei. Ja, jetzt soll ich mit ihr jetzt quatschen oder sollen wir erst mit ihm quatschen? Ich hätte jetzt gedacht, wir suchen vielleicht doch erst die Kisten zusammen, aber... Gut, weil wir haben auch nur noch eine Minute, das passt ganz gut, dann suchen wir die letzte Kiste. Eine Minute? Oder bei mir ist die Zeit schon rum, aber macht nichts. Bei mir steht 28 noch was, aber ist auch egal. Ach so. Ja, nee, bei mir ist verzögert, alles gut, ja, passt schon. Ja, okay. Ja, ja. Ich guck nochmal, früher konnte man noch hier hinten die Ecke rein, da. Da kann ich diesmal gar nicht hin. Also irgendwo muss es noch eine letzte Kiste geben. Gehe ich nochmal in dem Bild? Nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte, hier, ne? So. Ist hier noch irgendwo so eine bemalte Kiste? Oder hatten wir vielleicht sogar eine in unserem Wohnwagen? Nee, ne? Nee, ich glaube, das wäre uns aufgefallen, wenn da so eine Kiste drin gestanden. Wenn wir in die Zentrale wollen, muss ich erst das Sicherheitssystem abschalten. Ich glaube nicht, dass da eine drin ist. Darf ich es kurz kontrollieren? Ja, natürlich, natürlich. Ich kann mich irren. Ich traue mir selbst nicht. So. Nee. Auch nicht in der Dunkelkammer, ne? Da ist ja dunkel. Ja, deswegen kann ja trotzdem eine Kiste drin stehen. Da ist ja dunkel, da kann ja keine Kiste sein. Mann! So. Okay, es fehlt eine dusselige Kiste. Ich denke immer, dass da jemand auf uns schießt. Ja. Die Geräusche sind immer alle sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Und diese komischen Koffer mit den Schlössern dürfen wir bestimmt auch noch irgendwann einsammeln. Da stehen auch überall hier rum. Ja, ja, man merkt immer schon, was irgendwann noch mal eine Rolle spielen wird. Ja. Schau mal da ganz hinten in der Ecke. Nee. Ganz? Ich
dachte jetzt, ich hätte da was gesehen, was aber doch zu weit weg war. Was meinst du denn? Wo denn? Neben Titus, genau da, wo du mit der Maus bist, ein bisschen weiter links. Ich dachte, das ist eine von den hinteren beiden kleinen Kisten. Da meinst du? Bisschen weiter oben, ja, eine von denen. Ups. Aber nee. Aber ich glaube, das will er nicht. Nee, okay. So will ich das aber nicht. Ich wollte gesagt, das will ich aber nicht. Okay, ich gucke noch einmal in dieses Bild rein, ob ich hier noch was sehe auf den ersten Blick. Vielleicht ist die, kommt man da auch erst später ran, das kann ja natürlich, das kann auch sein. Ja. Dann würde ich jetzt sagen, soll es das für die erste Folge gewesen sein. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Und ja, mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ja, mir auch. Das ist gut. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir mal mit Tante Mathilda und Fox Mulder sprechen. Das machen wir. Okay, bis dahin. Tschüss. Tschüss.